Herbin geht zum Kaufhaus. Auswählen. Wählt aus. That means to select or to choose. Er niest. He sneezes. Versprüht. Uh, sprayed. Fährt die Rolltreppe hoch. Um, takes the escalator up. Fährt mit dem Aufzug. Takes or rides the Elevator. Stellen gestohlen, to steal. Stoll. Schaufenster, display window. Erdgeschoss, ground floor. Stock, floor or level. Um Umkleidekabine dressing room or changing room Parfümabteilung the perfume department Bekleidungsabteilung clothing department Damenbekleidung women's clothing Herrenbekleidung men's clothing Schmuckabteilung jewelry department Sportabteilung sports department or athletic department Herr Bean geht zum Kaufhaus. Mr. Bean goes to the department store. Im Schaufenster sieht er einen neuen Anzug. Er möchte diese Jacke. Diese Jacke passt ihm gut. Zuerst geht er zur Parfümabteilung. Diese Abteilung ist im Erdgeschoss. Die Verkäuferin fragt: Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte eine Jacke kaufen, sagt Herr Bean. Wir haben keine Jacken in dieser Abteilung, aber wir haben dieses Parfüm. Es ist neu. Sie versprüht das Parfüm. Hachi Herr Bean niest und geht weg. Er geht zur Karte und sucht die Bekleidungsabteilung. Die Bekleidungsabteilung ist im zweiten Stock. Er fährt die Rolltreppe hoch. Herr Bean hat ein Problem. Hier ist die Damenbekleidung. Und nicht die Herrenbekleidung. Herr Bien ist im ersten Stock. Er fährt die Rolltreppe hoch. Herr Bien hat ein Problem. Hier ist die Sportabteilung und nicht die Herrenabteilung. Die Herrenbekleidung. Er geht weiter und findet die Herrenabteilung. Er findet die Jacken Manche Jacken sind braun und manche Jacken sind blau. Er wählt die braune Jacke aus. Jetzt braucht er neue Hosen. Manche Hosen sind schwarz und manche Hosen sind grün. Er wählt die braune Hose aus. Er geht in die Umkleidekabine. Er mag den Anzug. Der Anzug passt ihm gut. Ach nein, Herr Bien hat ein großes Problem. Das Kaufhaus ist dunkel. Herr Bien geht in das Erdgeschoss. Der Kaufhaus ist geschlossen. Herr Bean ist allein im Kaufhaus. Das ist ein sehr großes Problem. Er fährt mit dem Aufzug zum zweiten Stock und geht zur Sportabteilung. Er spielt Tischtennis. Oh nein, ein Räuber geht ins Kaufhaus der räuber sucht die schmuckabteilung der räuber geht in die schmuckabteilung und herr bien geht in die schmuckabteilung herr bien sieht den schmucksack er stiehlt dem räuber den sack er läuft vor dem räuber er besprüht den räuber mit parfüm und er steckt den Räuber in einem Schrank. Oh, Herr Bien ist müde. Er findet ein Bett im Kaufhaus. Er schläft ein. Am Morgen wacht er auf. Die Leute schauen ihn an. Er ist im Schaufenster. Die Polizei ist da. Die Polizei hat den Schmucksack. Sie haben den Schmuck gestohlen, sagen sie. Nein, ich habe nichts, sagt Herr Bien. Er geht zum Schrank und öffnet die Tür. Der Räuber ist da. Die Polizei hat den Räuber. Herr Bien bekommt einen Preise. Er bekommt alles im Kaufhaus. Was soll Herr Bean auswählen? Er wählt die neue Jacke und Hose aus. Er hat einen neuen Anzug. Das Ende.